Ja, die Türme von Hanoi. Was sind die Türme von Hanoi? Bei den Türmen von Hanoi hat man drei Stapel, man hat Scheiben auf diesen Stapeln, Scheiben unterschiedlicher Größe. Und die Aufgabe bei den Türmen von Hanoi ist es, den Stapel von Scheiben, der wie hier dargestellt aufgeschichtet ist. Wir haben die größte Scheibe ganz unten und dann werden die Scheiben nach oben hin immer kleiner. Und es ist Aufgabe, die Scheiben jetzt von diesem Stapel auf einen der Nachbarn Stapeln, sagen wir mal auf Stapel C zu bewegen. Und zwar mit den folgenden Regeln. Man darf immer nur eine einzelne Scheibe bewegen, und man darf eine große Scheibe niemals auf eine kleinere Scheibe legen. So, in der Aufgabenstellung hatte ich einen Algorithmus dafür angegeben und davon sollte die Laufzeit analysiert werden. Bevor wir uns damit beschäftigen, wollen wir uns noch mit diesem Algorithmus ein bisschen beschäftigen. Wie funktioniert das? Denn der Türme von Hanoi ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie man ein Problem rekursiv relativ einfach lösen kann. Man stelle sich das Folgende vor: Wenn wir jetzt das Problem der n-Scheiben so angehen könnten, dass wir sagen, naja, was wäre denn, wenn wir das Problem mit n-1 Scheiben lösen könnten? Ja, stellen wir uns vor, wir könnten das Problem mit n-1 Scheiben lösen, dann könnten wir das Gesamtproblem, also die n-Scheiben, wie folgt lösen. Wir würden sagen, wir lösen mal das Hanoi-Problem mit n-1 Scheiben. Ja, das heißt, wir bewegen beispielsweise diese drei Scheiben von Stapel A nach Stapel B, legen dann die große Scheibe um von Stapel A nach Stapel C. Ja, und da wir das Problem für n-1 Scheiben lösen können, können wir jetzt nochmal den Stapel von B nach C bringen. Das sieht sozusagen nochmal so aus. Also wir lösen das Problem, indem wir sagen, wir lösen es zunächst für n-1 Scheiben, bringen diese drei obersten Scheiben hier hin, legen diese große Scheibe um und damit hätten wir das Problem insgesamt gelöst. Und das ist genau die Idee, die sich in diesem Algorithmus verbirgt. Ja, hier sozusagen einfach nur einlesen von n, dann rufen wir Hanoi auf. Ja, Hanoi ist jetzt hier als Funktion realisiert. Mit n Scheiben von A nach C unter Zuhilfenahme von B. Ja, hier ist sozusagen diese rekursive Funktion oder rekursive Methode. Ja, Anzahl der Scheiben, Quelle, also der Quellstapel, der Zielstapel und ein zusätzlicher Ablage- oder Hilfsstapel. So, wenn wir nur eine Scheibe haben, wenn die Höhe also 1 ist, dann können wir diese Scheibe direkt umlegen. Dann bewegen wir die von der Quelle zum Ziel. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lösen wir Hanoi für n-1 Scheiben, legen das von der Quelle zur Ablage, das war in unserem Fall jetzt von Stapel A nach Stapel B, und als Hilfsstapel verwenden wir C, legen dann diese Zeile 25 hier, legen dann die unterste Scheibe, in diesem Beispiel wäre das dann die vierte Scheibe hier, würden wir von der Quelle zum Ziel bewegen und dann haben wir ja den Stapel der n-1 Scheiben auf unsere Ablage geparkt, das ist das Ergebnis von hier oben, ja, und legen die dann unter Zuhilfenahme des Quellstapels, legen wir die ganzen zum Ziel. Wenn wir das mal machen, ja, mal beispielsweise Hanoi 4 mal aufrufen mit den drei Stapeln A, B und C, ja, was passiert? Ja, wir würden zunächst mal die erste Scheibe legen von Stapel A nach Stapel B. Dann kommt die zweite Scheibe, die wird jetzt von Stapel A nach Stapel C gelegt. Jetzt kann man die erste Scheibe wieder legen von B nach C. Ja, und somit hätten wir schon mal zwei Scheiben auf Stapel C bewegt. Ja, jetzt kommt sozusagen die dritte Scheibe, die legen wir jetzt von A nach B. Ja, und jetzt würden wir quasi wieder diese ersten Schritte, die wir hier gemacht haben, ja, die würden wir jetzt wiederholen, indem wir diese hier drauf bringen. Ja, wir würden jetzt 1 zurücklegen auf A, wir würden 2 auf B legen, wir würden 1 ebenfalls auf B legen und jetzt haben wir quasi das Problem der Größe n-1 insgesamt gelöst. Ja, drei Scheiben mit insgesamt 7 Zügen. Das ist quasi der Aufruf hier, den wir hier erledigt haben. Na, jetzt können wir. Das sieht man nicht sofort, aber man müsste sich vielleicht einfach mal hinschreiben, wie die Aufruffolge dieser Hanoi-Funktion ist. Ja, also wenn ich sozusagen
Es wird ja zunächst wird immer sozusagen, wenn ich Hanoi aufrufe, wird ein rekursiver Aufruf gemacht. Wenn ich da einsteige, wird wieder ein rekursiver Aufruf mit einer Scheibe weniger und und. Ja, irgendwann kommen wir dann an. Wenn wir nur noch eine Scheibe haben, die können wir direkt bewegen. Ja, und das ist sozusagen das, was dann hier passiert. Ja, der erste Zug, das ist, wird erst dann ausgeführt, wenn wir sozusagen diesen rekursiven Abstieg bis hier durchgeführt haben. So, nun können wir die vierte Scheibe umlegen. Und zwar von der Quelle zum Ziel. Ja, und jetzt können wir im Prinzip das, was wir hier in den ersten 7 Schritten gemacht haben, ja, also diese 3 Scheiben hier von A nach B bewegt, das können wir jetzt verwenden, um sie von B nach C zu legen. Das heißt, die liegen jetzt auf der Ablage, das ist quasi das, was hier steht. Ja, wir verwenden die Quelle als Hilfe. Ja, Ablage ist B. Quelle ist A und wir legen sie letztendlich zum Ziel. Ja, jetzt erfolgt sozusagen ein rekursiver Aufruf von Hanoi mit Höhe minus 1, in diesem Fall 3. Ja, das ist genau diese Situation und das mache ich jetzt nicht nochmal Einzelschritte, sondern das machen wir in einem Rutsch und schieben die hier rüber. Ja, das ist sozusagen jetzt der abschließende Aufruf von Hanoi und somit habe ich dann im Prinzip alle Scheiben oder den gesamten Stapel von A nach C gelegt. Das wollen wir einmal ganz kurz analysieren. Und zwar, wenn man sich mal überlegt, der Aufwand von dem Aufruf von Hanoi mit n Elementen bezeichnen wir mal als T von n. Und wenn wir uns jetzt mal dieses Programm hier angucken, wie sieht das aus? T von n, das ist gleich 1, falls n gleich 1. Und zwar ist das diese Situation hier. Wenn wir eine Scheibe haben, dann machen wir eine Bewegung. Das ist sozusagen konstanter Aufwand. Wenn wir aber n Scheiben haben, was machen wir dann? Da haben wir dann 2 mal t von n minus 1 plus 1. Warum ist das so? Nun, wir in dem Fall, wo wir mehr als eine Scheibe haben, rufen wir Hanoi mit der Höhe n minus 1 auf. Ja? Das ist der Aufwand t von n minus 1. Das machen wir zweimal. Darum hier 2 mal t n minus 1 plus 1, ja, für dieses Bewegen in Zeile 25. So, und das kann man jetzt mal ein bisschen aufdröseln, indem man sich einfach mal überlegt, schreibt man einfach mal hin, t von n ist gleich 2 mal t von n minus 1 plus 1. So, das setze ich jetzt mal rekursiv, setze ich das mal ein. Also, was ist passiert, wenn ich jetzt sozusagen an dieser Stelle diese Formel wieder einsetze? Dann haben wir 2 mal t von n minus 2 plus 1 plus 1. Und das ist gleich 2 hoch 2 mal t von n minus 2 plus 2 plus 1. Wenn man das nochmal macht, was kommt dann? Dann hat man 2 hoch 2 mal t n minus 3 plus 1 plus, ja und das 2, das können wir auch mal schreiben als 2 hoch 1 und die 1 können wir als 2 hoch 0 schreiben. So, wenn wir das jetzt ausformulieren, dann haben wir da, oder ausrechnen, dann haben wir 2 hoch 3 mal t von n minus 3 plus 2 hoch 2, ja, das ist 2 hoch 2 mal 1, plus 2 hoch 1 plus 2 hoch 0, plus 2 hoch 1 plus 2 hoch 0. So, und wenn man das weitermacht, dann kommt daraus 2 hoch n minus 1 plus 2 hoch n minus 2 plus 2 hoch 1 plus 2 hoch 0, also die Summe i gleich 0 bis n minus 1, 2 hoch i, und das ist gerade 2 hoch n minus 1. So, das ist im Prinzip der Aufwand, der beim rekursiven Aufruf dieser Hanoi-Funktion entsteht, also 2 hoch n minus 1 oder wir können auch sagen in diesem Fall O von 2 hoch n
Ja, weil da die Konstanten nicht interessieren. Das heißt, wir haben hier exponentiellen Aufwand bei dieser Aufruffolge. Ja, wir haben mit jedem Aufruf haben wir zwei rekursive Aufrufe und das führt insgesamt zum Aufwand von O von 2 hoch n.